Hallo und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Heute machen wir gefüllte Kartoffeltaschen oder man kann auch Kartoffelgordon bleu dazu sagen. Gefüllt mit Speck und Käse. Und das ist wieder mal aus der Kategorie Hüttenstyle. Ich mag die Sachen besonders gern. Das ist günstig, einfach, schnell und gut. Ich dazu, wir starten gleich. Da habe ich mir schon die Pfanne aufgestellt, ein bisschen Butterschmalz rein. Da werden wir uns jetzt einmal Zwiebel und Lauch werden wir uns da einmal ganz leicht anrösten. Kartoffeln habe ich mir schon gekocht und geschält. Die sind noch ganz leicht lauwarm. Sie könnten aber kalt auch sein. Man kann es ruhig vom Vortag annehmen. Gell? Und die tun wir mit ein bisschen einer groberen Reibe in eine Schüssel reiben. Jetzt machen wir ganz kurz beim Lauch umrühren, bitte. Schau da mit dem. Den Speck werden wir uns auch kurz anrösten. Er schmeckt halt einfach besser, wenn er ein wenig geröstet ist. Ganz ein kleines bisschen Butterschmalz rein. So. Wenn wir uns die Kartoffelmasse mal fest würzen, ordentlich salzen, Pfeffer aus der Mühle, also kommt der Speck, der riecht so gut, Wahnsinn. Bei Kartoffelsachen passt halt immer Muskatnuss sehr gut dazu. Das ist ein mega Geschmack. Ordentlich würzt man sowas, da braucht man nicht spannend, weil das ist ja eigentlich eine deftige Geschichte. Ein bisschen gemahlene Kümmel gebe ich auch noch rein in die Masse. Kümmel ist einfach gut für die Verdauung. Und passt natürlich sehr gut zu den Kartoffeln dazu. So, unser Speck ist jetzt auch gleich einmal. Da gebe ich einen Teil von den Zwiebeln und Lauch, gebe ich mir so in die Kartoffelmasse rein. Ein bisschen Petersilie. Den Rest brauchen wir dann für die Fülle. So. Dann müssen wir mal ein bisschen durchrühren. Zur Bindung geben wir da ein bisschen Mehl rein, weil da kommt ja kein Ei rein. So einfach, damit es halt ein bisschen zusammenhält, die Masse. So. Schaut schon alles gut aus. Unsere wunderschöne, tolle Kartoffelmasse. Jetzt bereiten wir uns die Fülle für unsere Kartoffeltaschen. Ich habe da einen Topfen heute. Genauso funktioniert irgendein anderer Gervais-Frischkäse heute. Halt, Gervais oder Philadelphia, Excrisa. Das ist alles ganz wunderbar. Ich habe heute halt einen Topfen daheim gehabt und deswegen tue ich den einfach aufbrauchen. Und da geben wir jetzt alles rein, was wir da noch über haben. So. Jetzt haben wir unseren Lauch und die Zwiebeln. Dann unseren gerösteten Speck. Petersilie wieder. Und natürlich ein Käse.
rühren wir jetzt einmal gut durch die Masse. Die Fülle müssen wir uns aber auch ein bisschen würzen. Ein bisschen Salz. Da müssen wir jetzt aufpassen, weil ja der Speck und der Käse drin ist, dass man das nicht versalzt. Aber Pfeffer darf man ordentlich reingeben. Und ganz gerne gebe ich da auch ein bisschen gemahlenen Kümmel dazu. Das rühren wir nochmal durch. So, und jetzt geht es ans Füllen. Da nimmt man einfach einmal so eine Portion von dieser Masse, Kartoffelmasse. Machen wir zuerst, tun wir ein bisschen zusammendrücken, einen Knödel machen. Und dann auf dem Brett hole ich mir da ein bisschen Mehl her und da drücke ich es einfach auseinander. So, ein bisschen Mehl muss man die Finger immer ein bisschen bemehlen, weil das ist ja da eine recht weiche Angelegenheit. So. Und da geben wir jetzt die Masse, die Fülle rein. So. Dann nehmen wir ihn in die Hand. Da hat man einfach am besten in der Hand. Da schaut man, dass die Fülle schön drin ist und außen die Kartoffelmasse ein bisschen zusammendrücken. Das hält dann schon gut. Und so formen wir es einfach zu so einem Taschall zusammen. Einfach schauen, dass es gut zu ist. Aber wieder ein bisschen noch justieren da. So. Und so werden wir jetzt einmal die ganzen Krapferl bzw. Taschall vorbereiten. Und dann werden wir es panieren. So, jetzt panieren wir es dann. Ich richte mir gerade da eine Panade her. Da habe ich griffiges Mehl. Die Eier schlage ich mir da ein bisschen auf. Da gebe ich gerade ein bisschen Salz rein. So. Und da habe ich Semmelbrösel. So. Und die mische ich halb halb mit meinem Panko-Bröseln. Ich mag die ganz gern, weil die sind aber extra knusprig dann. Das ist ganz, ganz toll. Und wenn man das mischt, aus der Not heraus, wenn man nicht mehr so viel hat, dann mischt man es einfach. Aber das funktioniert genauso gut. So. Und dann werden wir unsere Kartoffeltaschen panieren. Da haben wir uns schon Butterschmalz aufgestellt. Einmal kurz ins Mehl. Und dann werden wir schauen, dass man die Form schön hält. So. Und jetzt packen wir es außen. Jetzt machen wir einen kurzen Test. Entweder man schmeißt ein paar Brösel rein ins Fett, dann sieht man schon, ob das heiß genug ist. Oder den Kochlöffel-Test, den kennt ihr ja eh schon. Kochlöffel einstellen ins Fett und wenn es dann Blasal gibt rundherum, dann ist das Fett genau richtige Temperatur zum Auspacken. So. Da legen wir jetzt mal unsere Taschen ein.
Aufpassen, dass es nicht zu heiß wird, das Fett. Ich habe es da jetzt auf 7 eingestellt. Das denke ich mal, ist gerade die richtige Temperatur. So. Schauen wir mal, wie es die andere Seite ausschaut. Ui, schön. Sehr schön. Da mag man schon mal umdrehen, wenn sie so schön goldbraun sind. So, das wird jetzt herrlich goldbraun ausgebacken. Wunderschön. Dann richten wir uns die mal da um. Wir haben da unseren Wintersalat dazu. Da haben wir jetzt auch ein Video. Unter der Playlist haben wir jetzt eine Kategorie Salate. Und da werden wir jetzt aber wieder irgendwann Salat reinstellen. Und heute haben wir halt unseren Wintersalat. Der passt da hervorragend dazu. Wenn euch das gefallen hat und wenn ihr Appetit kriegt auf sowas, ist ja eigentlich ganz was Einfaches und keine Hexerei. Meine Kartoffeltaschal gefüllt mit Frischkäse, Speck und Lauch und Käse. Dann probiert es aus, macht es noch, werdet sehen, das schmeckt euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen, bis zum nächsten Mal.